Ist dies ein chinesischer Spionageballon über den Vereinigten Staaten von Amerika? Das denkt jedenfalls das US-Verteidigungsministerium. Absicht dieses Ballons sei es, Informationen zu sammeln. Der Ballon sei am Mittwoch über dem Bundesstaat Montana im Nordwesten der USA entdeckt worden, teilt das Pentagon am Donnerstag mit. Ein Augenzeuge berichtet. Zuerst dachte ich, es sei ein Stern, aber das war irgendwie verrückt, denn es war helllichter Tag. Und als ich es ansah, war es einfach zu groß, um ein Stern zu sein. Wegen der Gefahr durch herabfallende Trümmer habe man sich entschieden, den Ballon nicht abzuschießen. Die Flugbahn werde aber weiterhin genau verfolgt, da der Ballon wohl immer noch über den Vereinigten Staaten sei, heißt es. Unterdessen fordert der neue Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, auf Twitter: Chinas schamlose Missachtung der Souveränität der USA ist eine destabilisierende Handlung, die angesprochen werden muss. Und Präsident Biden kann nicht schweigen. Auch der Gouverneur von Montana fordert eine Erklärung. Ähnliche Vorfälle habe es schon in den vergangenen Jahren gegeben. Der Unterschied sei diesmal, dass sich der Ballon länger als sonst über den USA aufhalte.